Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Elinsky. Jo, guck mal, wie schnell das geht. Ging das schon immer so schnell? Alter, guck mal. Was? Keine Ahnung, ich glaube, das ging schon immer so schnell. Echt jetzt? Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Naja, wir sind heute auf einem Geisterabenteuer, denn es sind wohl böse Geister in eine Villa eingebrochen und wir müssen die jetzt fangen. Zumindest so viel habe ich verstanden. Wir sollen auf jeden Fall das Buch hier erstmal lesen, was uns alles erklärt. Let's go. So. Hallöchen, nervige Geister. Willkommen zu den nervigen Geistern. Okay, wir legen direkt. Oh, der sieht auch aus wie ein Geist. Benedikt. Was? Hallöchen, Benedikt. Hi, ich bin Benedikt. Willkommen zu der No-Mo Ghost Company. Oh, das ist unser Chefdiener, der Benedikt. Okay, wir hier sind stolz auf unsere Arbeit, denn wir sind dafür zuständig, unruhige Seelen aus den Häusern unserer Kunden zu entfernen. Das ist richtig cool, oder? Bla 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 bla. Und der redet ganz schön viele Lieder, meine Güte. Also, auf jeden Fall kann er uns hier alles zeigen. Na gut, ich werde ihm auf jeden Fall mal alles, ja, zeig uns das mal. Let's go. Habt Spaß. Ja, danke schön. Yes, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Wir sind bereit. Woohoo, Ghost Mo, Ghost Company. Kammern. Naja, geil, ich weiß ja nicht, Elina. Guck mal an, wie das Ding aussieht. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt so geil finde. Let's go zu unserem ersten Auftrag. Du. Vielleicht weißt du das noch nicht, aber mein Name ist Benedikt. Hey, natürlich, du hast uns doch gerade auch schon vorgestellt, das weiß ich doch. Okay, wir müssen leise sein, sonst schrecken wir die Geister auf. Ah, okay. Wir sind hier auf dem Norman Estate. Das hat unser Kunde erst vor kurzem gekauft und er möchte es renovieren. Allerdings ist er dort auf komische Kreaturen gestoßen. Okay, er wurde also, dann ist er zu uns gegangen und wir müssen das jetzt hier aufräumen. Okay, dann let's go. Lass mich dir deine Ausrüstung zeigen. Na gut, Benedikt, dann zeig mal her, was hast du denn? Ja, das ist nicht der schnellste anscheinend, der Benedikt, ne? Oh! Gut, Staubsauger. Yo, ein Vakuum-Cleaner. Sucker Munkle Dry 1000. Okay, und dann haben wir Ghost. Okay, der kann also Geister aufsaugen. Hier haben wir Headset. Ein... Okay, das ist ein Headset, damit kann man... Was kann man damit? Damit können wir durch die Villa laufen. Na gut. Dann haben wir hier die Spooky Ghost Navigator. Das wird uns zu unseren Zielen, also den Geistern, führen. Okay, interessant. Ich glaube, wir haben alles verstanden. Let's go! Alter, was macht denn was? Das Auto? Sind das die Geister oder was ist das? Yo! Alter. Das geht doch nicht mit rechten Dicken. So fahre ich natürlich auch wie im siehst Auto. Du aus, Elina? Ja, wie siehst du denn aus? Okay, so, wir müssen 9 Geister finden. Okay, let's go. Alter, das sieht übel cool aus. Okay, wo sind denn die Geister hier im Haus? Das ist echt schön hier. Oh, nein, ich habe den Vakuum. Ich habe ausgesehen den Vakuumsauger angemacht. Die Ghost Bar führt uns auf jeden Fall in diese Richtung, Elinsky. Ja, okay. Mhm. Genau hier. Da ist der erste Geist, ich sehe ihn schon. Auch. Oh, guck mal, können wir den hier schon... Der hat Alter, ein lustiges Gesicht. Wie sieht der denn aus? Was hat der denn für eine Nase, Alter? Okay, können wir den hier schon einsaugen? Vakuumsauger? Nee, wir müssen näher ran. Okay, wir müssen näher ran, Elina. Wo ist hier der Eingang vom Haus? Hier geht's doch rein, Elina, du... Ach nee, doch nicht. Ah, hier. Wir machen mal auf die Bude. Ich weiß nicht, wie. Geht nicht? Ach so, der hat uns doch gezeigt, wir müssen durch den Keller reinkommen. Hier irgendwie, hier links lang und dann da muss der Keller sein, meint der doch zu uns. Warte, lass mal hier lang laufen. Der erste Geist. Komm her, du Stinker. Ich sauge ihn ein, Elina. Ja, ich seh's. Oh, es hat nicht geklappt, es hat nicht geklappt. Du musst auch saugen. Wir müssen doppelt saugen. Klappt's? Yeah. Den ersten, zwei waren das sogar. Alter. Zwei? Ja, guck mal, wir haben noch zwei. Gut gemacht, du hast deinen ersten Geist gefangen. Als nächstes solltest du vielleicht zum Pool gehen. Ich habe das dir markiert. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zum Pool. Das haben wir hier Schönes. Oh, sieht ja ganz schön verrückt. Ah, ich habe den Pool. Ja, hallo, ey. Gute Orientierung hier. Ah, hier ist der nächste Geist, Elina. Den fangen wir direkt auch. In der Badewanne. Hä? Hallo, Vakuumsauger? Wieso macht denn der nichts? Oh, Elina, der redet mit uns. Hallo, ich bin der Hot Tub Ghost. Ich lebe hier. Was macht denn seine Nase, Alter? Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, Dina. Wir können ihn entweder Vakuum saugen oder
Wir können mit ihm reden. Kannst du den Generator für mich anmachen, sodass das Wasser warm wird? Ja, scheint ein sehr netter Geist zu sein, oder? Ich meine, warum nicht? Okay, wir müssen erstmal gucken, wo wir den finden. Okay, warte, der erklärt uns das gerade. Wir müssen durch den Wasserfilter schwimmen, um da hinzukommen. Ist der Weg? Nee. Doch. Ah, ich glaube, wir sind da. Wir sind im... Ah, okay. Hallo? Tür? Okay, die können wir nicht aufmachen. Okay, warte. Hier, das sieht mir nach einem Generator aus, Edina. Ja, hier ist, glaube ich. Power aktiviert. Was haben wir hier? Noch verschiedene andere Generatoren? Okay. Aber ich dachte, wir sind Geisterjäger. Wieso? Ich meine, der war zwar nett, ne? Aber... Naja, das war ein netter Geist. Ah, okay. Ah, Aufgabe erledigt. Hey, wie kommt man denn hier raus? Ah, hier. Okay. Oh, nächste Aufgabe, den Natarium Generator. Der war genau daneben. Sollen wir ihn jetzt einsaugen oder was? Jetzt lässt er sich einsaugen. Komm mit, mein Kumpel. Ah, guck mal, jetzt blubbert das Wasser aus. Das habe ich gar nicht gesehen. Na gut, wir müssen weitersuchen, Edina. Ob wir hier... Wir müssen durch die Küche, hat er gesagt. Ich bin hier in einem Essenszimmer. Da ist doch die Küche meistens also nicht weit. Ich bin bei der Küche. Ja. Guck mal, hier ist irgendwas verschüttet. Hörst du das? Nee. Salami schmeckt so gut. Hier ist einer, hier schmatzt jemand. Yo, was ist das denn? Was? Das ist Jerry und der mag Salami, Alter. Oh Gott, wie redet er denn, Edina? Oh, die reden jetzt hier schon eine Stunde, ne, der Benedikt und dieser Jerry. Mein Gott, können die mal fertig werden? Ey, was will er denn? Was haben wir für eine Aufgabe? Die plaudern die ganze Zeit. Die labert hier irgendwas über Salami und der ist das und warum heißt er jetzt so und so? Meine Güte, ey. Geister haben halt Namen, so wie Menschen. Ist doch in Ordnung. Aua. Der greift uns an, Edina. Der wirft Schinken. Wow. Okay, der ist anscheinend... Es sind anscheinend nicht alle Geister nett. Das ist anscheinend gefährlicher. Ich vakuum ihn ein... Edina, Klappt das mit Vakuum? Ich helf dir! Das war aber knapp, ey. Der war. Können wir was mit den ganzen Schinken sagen? Ah. Oh, da ist irgendein Portal. Ah, jetzt haben wir eine Tür freigeschaltet. Ah, okay, die zweite Etage. Gut, dann müssen wir nur gucken, wie wir jetzt da hinkommen. Alter, der Typ war nicht nett. Das sind anscheinend nicht alle Geister. Was passiert? Was war das? Ein Erdbeben oder so? Das war eine Explosion. Aber ich sehe die Explosion. Aber guck dir das mal an. Da müssen wir hin. Das ist eine heftige Explosion. Also der Garten ist auf jeden Fall Wuchikato, ey. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hin? Sieht man das irgendwie? Ja, da ist wahrscheinlich eine Tür da unten, aber... Boah, wir müssen rauskriegen, wie wir da rankommen. Hab ich hier etwa jetzt den Weg gefunden? Zur Explosionsstelle? Ja, Elina, ich hab ihn! Aber frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin. Keine Ahnung, ey. Weil ich schaff das allein. Das war ein wildes Labyrinth, Edina, du. Ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin. So, also hier brennt alles. Oh Gott, ich bin fast ins Feuer gelatscht. Okay. Hallöchen, was haben wir hier? Hallo? Da ist ein neuer Geist. Oh, der sieht aber freundlich aus. Wobei, der hat diese Explosion hier verursacht. Naja, vielleicht ist das ein Raumschiff gewesen. Oder nee, Geister haben kein Raumschiff, ne? Egal, ich klatsche ihn erstmal an. Hallöchen, wie konnte das passieren? Wir können sie nicht einsaugen. Ja, wir müssen sie in diese Vortex hier locken, Edina. Komm mal runter. Das schaffen wir easy. Komm her. Wir stellen uns einfach hier aber dahinter. Aber wir dürfen da selber nicht reinfallen. Ja, ich weiß. Kriegen wir hin. Oh Gott, Alter. Oh Gott, das ist heftig. Das ist... Weil wir uns hier in die Ecke stellen. Hier, das klappt. Nein, Edina! Du musst dich zu mir stellen, sonst läuft sie vorbei. Wir haben's! Wir haben sie in der Vortex gefangen. Alter Schwede, ey. Die Clarissa. Ganz schöner Frechdachs war die. Clarissa, ey. Mann, ey. Okay. Wo... Ja, das war's, oder? Gehen wir wieder rein? Okay, Benedikt sagt uns wieder was. Das klang gar nicht gut. Das ist Phil! Let's Phil! Aber der heißt doch Bill. Ah, nee, der andere heißt Phil. Bill und Phil. Ja, Hallöchen. Na gut, das sind ja Kollegen, ne? Wie geht... Ah, hallo? Die wollen eine Schrei... Das ist bestimmt sehr unangenehm für uns, Edina. Alright, Phil. Okay, sie legen jetzt los. Oh, es wird bestimmt laut jetzt. Was? Der hat einen Plan? Ach nee, Benedikt. Ach gut, ist ja auf unserer Seite. Ein Helikopter? Ah, das Auto! Wo kommt das denn her? Oh nein, es wird jetzt laut, Edina. Nein. Alter, das war laut. Okay, damit habt ihr wohl verloren. Das war extrem laut, sagt Phil.
Rein hier, Phil! Blub! Jawohl! Yeah! Haben wir... Haha! Deaktiviert. Oh! Da ist hinter uns einer! Ja. Hinter uns! Direkt auch eins saugen! Geht nicht. Doch, geht! Wir sollen ihn verfolgen. Achso, okay. Sauger deaktiviert. Das war ein verdammt verrücktes Abenteuer, aber wir sind noch lange nicht fertig, wenn ihr wollt, dass wir weiter die Villa erkunden. Lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, das wäre sehr, sehr nice von euch. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss.